is mindless. That's my title. Noch eine Spur. Misserung. Auch riechen müssen, aber müssen alles noch. Und komm nicht näher. Hier gibt's nichts für dich. Wart gern. Stopp. Eins der Pferde muss ich seinem Eigentümer zurückbringen. Du klingst selbstsicher. Aber warum? Willst du etwa die Überreste unserer Einheit töten? Um einer Mähre willen? Nein, ich bezahle euch für das Pferd. Die anderen kümmern mich nicht. Dieses Pferd. Warum ist es dir so wichtig? Ich versuche nur, mein Wort zu halten. Ich habe eine Abmachung mit dem Besitzer, das ist alles. Wenn das so ist, nimm es.
Aber ich will dich hier nicht wieder sehen. Hätte ich ihm mal kalt gemacht. Wenn du unser Leben abgeschlossen hast, musst du nur warten. Scheiße. Bald selbst sterben. Was ist das? Welches Pferd? Ich hab dich im Auge. Welches? Ich will auch Räuber. Krieg verändert alles. Glaubt. Heda! Na, ihr Mäuschen? Los, lauf! Elaine Darian. Aber welche Stute ist es? Vielleicht ist das egal. Bewegt deine Arsch. So ist gut. Und, Herr? Ist das... Nein, durchaus nicht. Sie war grau, sagte ich. Und doppelt so alt, mit Säbelbeinen wie meine selige Alte. Für diese Junge hier muss ich dir wohl mehr zahlen. Aber sei's drum. Danke. Mach's gut. Ich will nichts hier. Das wollte ich doch gar nicht, ich Fotzenknecht. Das ist auch egal. Wir sind immer hier. So in deiner Muschi.
Los, lauf! Schneller! Hexer können nicht mit Waffen kriegen. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Zum Teufel mit den Schwarzen. Du warst schon überall. Erzähl mal. Rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Geralt von Riva. Gesund und munter. Du erwähntest ein Problem. Mhm. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Wir bezahlen für ein freies Temerien im Ernst grauhaart. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute, leichte Ausrüstung, schleichen Wand. Da drüben. 800, 8000. Tod den Schwarzen! Edme! Zirche! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Komm mit. Suppe mir eine Muschi.
hier rein. Wo zur Hölle warst du? Bären pflücken? Ich habe kein Verlangen, mit dir zu reden, Gerald. Scheiße. Leb wohl. Da und sie macht was denn? Nein. Tod! Geh!
kurzen Knochen ab. Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Rosch. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Noch einer. Du hast meine Waffe, Rosch. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Em hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Rosch, edel von dir, keine Frage. Aber ich arbeite gelegentlich für Nilfgaarder. Offen gestanden will ich keine Schwierigkeiten. Das gefällt mir nicht. Aber sei es drum. Du sollst wegen dieser Sache keinen Ärger kriegen. Gut gesagt, Geralt. Ein guter Schwarzer ist ein toter Schwarzer. Ich erwürge die Kakerlake. Geh beiseite. Ich mache das. Nein! Drucke! Schweinearsch! Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest.
Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürden. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von... Novigrad ist ein Geisteszustand, klar? Machen. Was ist noch, Junge? Egal, der Hexen.
solltest deine Männer beenden. Er hat ihn. Ende. Bitte. Wer dir heute Englisch küsst, weiß morgen rein. Herr Gnade! Ich, alle Hexe! Ich habe
Also gut, gib mir die Münze. Komm, wir müssen den Stall aus. War also hier. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredemund. Wo hatte Ciri das her? Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist... Woher weißt du das? Also, was... Du und... Oh. Hat sie... Sie hat... Ich frag... Ciri? Was mein... Erkennt... Mein... Ich habe... Weißt du... Nein. Hast du nicht... Doch, aber er macht... Aber Ein Geschenk. Ja, Nein, ich... Danke. Aber ich...